Hey, Hallöchen! Und da sind wir mal wieder bei Factorio. Ja, unserem wunderschönen kleinen Spielchen. Wir sitzen noch im Zuge. Und nun wollen wir doch mal langsam lostuffgern. Wobei, ich werde erstmal ein paar Eisenbahnschienen noch in Auftrag geben. So 40 Stück an der Zahl. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Tüdelü! Hallo? Zug? Ach nee, Moment mal. Den hatte ich hier. So, machen wir Pause. Jetzt können wir auch losfahren. Also manuell. Schubidu, weil wir haben ja noch gar keine zweite Station dementsprechend. Ich hatte mal so zwischendurch die erste hinzugefügt. Ja. Ist es so, dass wir noch keine zweite haben? Die müssen wir erst noch bauen. So, und wir haben gerade festgestellt, hoppala, die Schiene ist uns doch noch mehr im Wege, als wir dachten. Lalalala, oder besser gesagt, als ich dachte. Ihr denkt ja nicht, oder nein, Spaß. So, jetzt muss ich, glaube ich, das Teil hier abbauen, damit ich an die andere rankomme. Das ist total nyack. Aber egal, das werden wir wohl, denke ich, auch wieder hinkriegen. Zack, und da sitzt die Schiene, wie sie soll. Ja, da oben hin, werden wir vielleicht auch ein Gleis hinlegen, etc. So, na gut, wir sind jetzt kein großes Stück weiter. Aber jetzt können wir hier weiterbauen. Mit unserem Zügelein. Dup, 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 dup. Und jetzt kommen wir wieder weiter. Zup. Und gib ihm Vollgas. Yay. Tudelu. Ah, ich finde das schon cool. Vor allem auch, dass der Dampf so irgendwie, ne, dann erst reagiert, wenn ich wirklich Gas gebe. Und nicht so einfach so lalala, wie er möchte. So, und damit sind wir hier schon mal angekommen. Allerdings müssen wir jetzt weiterbauen und wir müssen mal schauen, wo genau werden wir uns hinplatzieren mit unserem Zügelein und allem. Also da hätten wir eine Kupferanlage ohne Ende. Aber, ja, ich denke mal hier irgendwo beim Teich oder sowas in der Richtung. Allerdings, um von den Viechern am meisten wegzukommen, wäre es doch irgendwie sinnig, so weit wie möglich zu einem anderen Fluss zu fahren. Oder die Base dorthin zu bauen, also hier so, wo denn wirklich Wasser erstmal kommt. Und wir nach links hin wirklich recht sicher sind, denke ich mir mal. Das wäre eine super Idee. Ich habe allerdings auch noch kein Schiff oder irgendwas gesehen, was man hier irgendwie bauen könnte. Aber wer weiß, den Panzer kannte ich ja vorher auch noch nicht. Nö, da bin ich ja gespannt drauf, wann und wie und ob und überhaupt wir den bauen können. Und was wir nicht alles dazu benötigen werden. Ja, das wird bestimmt noch lustig, denke ich mal. So, vor allem können wir uns dann mal die blöden Viecher davor knüpfen. Hier vorne sehen wir schon, haben wir Öl. Das können wir jetzt auch verarbeiten, etc. Pipapo. Da hätten wir die Steinchen, etc. Ja, entweder wir legen es hier wirklich einfach geradeaus weiter an, so ungefähr. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier machen. Aber ich würde wirklich noch ein bisschen mehr arg nach links und dann ja so einfach da hinten so zum Wasser hin, würde ich sagen, bauen, dass wir da so ein bisschen hinkommen. Und da steht natürlich erstmal ein Bäumchen im Weg. Schalalalalala. So, bauen wir hier einfach. Na super, so viel zu geradeaus. Blöde Dingen, musst du hier rumstehen. Ja, wenn man eine Schiene mal gerade bauen wollte, ne? Ach, aber ich hab, ja gut, mit dem Zug gegenfahren, ich weiß nicht, das funktioniert so nicht. Aber, da hab ich ja eine Lösung für. Lal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 a. Laufen wir mal die Schiene wieder hoch. Da sieht man mal, wie viel Strecke das eigentlich schon ist, ne? Was wir hier verbaut haben.
Und das wird noch mehr. Yeah. Sorry, ich glaube, ich bin ein klein bisschen mal wieder überdreht. Aber irgendwo, Moment mal, ich guck mal, ach, da hinten steht er. Okay, weil die Fahrzeuge und so weiter, die sieht man hier wunderbar markiert, wo die stehen, falls man mal so, doch mal suchen sollte. So, da hinten steht unser Autochen. Das werde ich erstens reparieren. Reparieren, sagte ich, danke. So, und dann werden wir damit mal ein bisschen fahren. Der Eisenbahnschiene folgend, wobei das auch nicht eine sehr einfache Sache ist. Vor allem, wenn sie schräg verläuft. Nein! Ja, aber es ist schon eine recht, naja, frühe Stunde, würde ich mal sagen. Oh, jetzt fahren wir auch wirklich ein bisschen schräg, ne? Vorsicht, da ist ein Zug im Weg! So, nee, aber... Na, diese Bäume. So, nee, aber ein bisschen überdreht bin ich schon. Dabei habe ich noch gar nicht so viel Tee getrunken. Sodele. Jetzt werde ich euch meinen kleinen Trick zeigen. Haha. Ja, der Snoopy kennt auch mal Tricks, ist ein Ding. Und zwar... Stück zurück. Hallo Tuftuf. Ich komme gleich wieder. Und dann gehen wir auf Vollgas. Ich hoffe, der Wagen explodiert nicht. Bam! Und wir sehen schon, ja, der Felsen hat ganz schön gelitten. Unser Auto natürlich auch. Naja, normalerweise, bitte, liebe Kinder, macht das nicht nach. Nicht mit Autos vor Felsen fahren und hoffen, dass die Felsen kaputt gehen. Es funktioniert eigentlich nicht. Aber in diesem wunderschönen Spiel Factorium ist es so, wir können unser Auto reparieren. Und dann machen wir den Spaß nochmal. Ja, bumm. So, jetzt ist unser Auto ganz schön lidiert. Gut, dass ich zwischendurch repariert habe. Also, ne, da hilft auch kein Airbag oder so. Also, das ist dann nicht feierlich. So, und jetzt können wir hier quasi die Schiene weiterbauen. Lalalalala. Das war nämlich Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Dass wir diesen blöden Felsen da aus dem Weg kriegen und einfach gerade durchzuppeln können. So, da oben haben wir Kupfer und da ist ein... Nee, der ist gar nicht im Weg. Aber ich habe keine Schiene mehr. Hüps. Hüps, ich habe keine Schiene mehr. Das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt hatte ich extra so ein bisschen gebaut an Schienen. Aber uns fehlt es mal wieder an Stahl. Nach, was eine Qual. So, egal. Genug gereimt. Ja. Was wir machen können, ist natürlich mit dem Zuge hier wieder zurückfahren. Ist wesentlich angenehmer, finde ich. Duft, 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 duft. Haha, ist so schön mit dem Smog. Yay! Kann man so richtig schöne Wölkchen machen, ne? Na gut, schnell sind wir dadurch nicht, aber schön sieht's aus, finde ich. Ist natürlich Geschmackssache. So, aber wir können auch ein bisschen Gas geben. Aber jetzt werde ich hier vorne bremsen quasi. Bevor die Knickarme kommen. Weil, sonst packe ich nachher. Momentan ist der Zug ja wunderbar sortiert, ne? Mit den Eisenerz, der Kohle, Kupfer und so weiter. Jetzt habe ich es genau falsch mal aufgezählt. Steine und so weiter und so fort. So. Wenn ich jetzt falsch parken würde, dann hätten wir das Problem. Ich habe es nämlich vorhin schon ausprobiert. Da bin ich, habe ich kurz falsch geparkt, habe es gemerkt und bin gleich wieder rausgefahren. Und zwar, wenn ich den Zug jetzt, wir haben ja hier schon Ressourcen Base One addiert, quasi zum Bahnhof, dem kann ich jetzt auch sagen, fahr doch mal bitte dahin. Dann macht er schön vollautomatisch. Ja, das ist toll. Und wir sehen schon, tralala, das passt auch, dass die wirklich das da reinfüllen, wo es hin soll. Da habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben und so. Der Kohlearm sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Er füllt es zumindest, glaube ich, nicht da rein, wo es nicht hingehört, oder? Sonst würde er es nämlich hier reinfüllen und dann wäre das falsch. Ja, da gilt es natürlich ein bisschen drauf zu achten. Aber das Eisen kommt mir immer noch zu wenig. Und ich glaube, dass wir langsam aber doch
weil hier kommen nicht keine Steine mehr, die wir auch noch brauchen werden. Ohne Ende, bestimmt. Sodele. Hier kommt auch echt nichts an. Hier läuft's und tralala, aber verbrauchen wir so viel davon? Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich müsste hier genügend ankommen. Es sieht so leer hier aus, das ist nicht mehr schön. Und wir haben rote Tränke bis zum Umfallen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Allerdings die grünen, die fehlen irgendwie. Ach, Moment mal, stelle ich überhaupt noch Fließbänder her? Jetzt komm, ich stelle keine Fließbänder mehr her, oder? Das wäre jetzt... Doch, da sind doch welche. Da sind doch welche. Mensch, mach die Augen auf, Junge. So. Aber wo werden die hergestellt? Moment, hier nicht. Da werden sie hergestellt. In dieser schönen kleinen Montagemaschine. So. Also stellen wir die doch auch noch her. Jo, hier hast du mal ein paar Zahnräder. Oder? Ja komm, ich gebe dir mal die Zahnräder und bitte hier. Dann kann er nämlich schön fleißig weiter produzieren. Ich greife hinten wieder, obwohl, wie viel Fließband habe ich denn jetzt? Ja, also ein paar haben wir. Ein paar haben wir. Das könnte mehr sein. Weil wir wollen ja drüben jetzt eine Riesenproduktion quasi eröffnen und aufbauen. Und da werden wir auch wieder eine Menge monstermäßiger Knickbänder und weiß der Kuckuck, was nicht alles brauchen. Ja, das ist dann ja, nicht mehr so feierlich in dem Sinne, aber naja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich werde es auch ein bisschen intelligenter machen.